Wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Es ist ein herrliches Morgen. Und was steht heute auf dem Plan? Sarah? Eine super Walking Tour. Walking Tour? Walking Tour, wo gehen? Es ist ein bisschen auf die Zeit, dass wir gut 10 Jahre vorbeikommen. Und zu diesem Treffpunkt gehen wir jetzt. Weil in einer grösseren Stadt gibt es eigentlich immer so gratis Walking-Touren. Und die sind meistens jeden Tag. Und ja, das machen wir jetzt mal, damit wir da die Stadt da ein bisschen neuer kennenlernen können. So Leo, wie hat dir die Walking-Tour gefallen? Ja, es ist fantastisch gewesen. Also, ich habe mal gerade das Kreuzchen da gesehen und der Plaza Mayor. Und ich glaube, wir sind es gerade ein bisschen selber am Unterhalten. Aber schlecht ist es nicht, das Wetter stimmt. Aber, ja, das Wetter stimmt. Ja. Ja, wie ihr seht, sind wir die Einzigen hier, die warten. Und ich glaube, weil heute Sonntag ist, ist die Tour heute nicht. Also das ist einmal unsere Vermutung. Wissen tun wir es nicht. Jetzt tun wir das vermutlich auf morgen verschieben. Und ja, suchen wir ein Alternativprogramm. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Gestern ist es ja nichts geworden mit der Walking Tour. Darum probieren wir es heute nochmal. Und wir sind gestern ein bisschen lazy Tag gehabt, ein bisschen chillt und so. Und am Abend sind wir noch zusammen Karaoke singen. Und dann zeige ich euch noch schnell einen Ausschnitt davon. Ich war so weit ins Leben, vergessen, was ich schreie. Keine Grenzen mehr gibt, fahren so weiss wie Schnee. Vergessen, was ich schreie, und flüge, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Fahren so weiss wie Schnee. Ja! Ja. Und ja, jetzt gehen wir nochmal zum Treffpunkt und hoffen wir, dass es das mal klappt. It's delicious. Don't fear it, it's incredibly good. Open it with your nails. Or with like your feet, like my little rabbit here. Mudéjar style. Mudéjar is the interaction between Arabic countries and Spain for hundreds of years before, during and after the conquest. So, wir haben es geschafft, das mal. Wir sind jetzt auf der Walking Tour mit dem Carlos, da unserem Guide. Und wir laufen jetzt da so ein bisschen durch die Straße durch und er erzählt uns ganz interessante Sachen zu San Cristobal. Er hat zum Beispiel gemeint, dass San Cristobal ein Pueblo Mágico ist und dass es das magischste von allen magischen Dörfern ist, weil es halt einfach so einen coolen Vibe hat, auch wenn man durch die Straße durchläuft und so. Und jetzt bin ich gespannt, was er sonst noch erzählt. Es gibt etwa 10 Kilometer zum Laufen. Heute, Leo, bist du vorbereitet? Ich bin langsam wach. Wir hatten ein gutes Morgen. Ich bin richtig mit der Rambutan im Mund, bin ich parat. Da haben wir noch ein paar Kräutchen. Das sind so kleine, oder so ganz verschiedene Kräuter. Arnika und, glaube ich, chinesische... Wie heisst das? Chinesische... Chinese Flower. Chinese Flower Dings. Und das schmeckt so wie dicker Balsam. Oder so... So die Sportcreme, die man eingrämen kann, wenn man irgendwie so ein bisschen saure Muskeln hat und so. Das Voltaren von der Maya. Genau. So it glows, like light gets trapped inside. They recently opened an entrance on the side, but I must tell you, this should be restored already. In 1860-something, fighting against the liberals, Also die haben da ein Problem gehabt früher, dass da die Leute gebrünzelt haben und jetzt haben sie das Zeichen da gemacht und jetzt haben sie kein Problem mehr. If it's something visual, well, then you make the visual that you saw. If it's pattern, then you make the patterns. If it's some Ja,
Mexikaner sind übrigens auch richtige Schoki-Liebhaber wie wir Schweizer. Und er hat vorhin gemeint, Mexikaner bestehen halb aus Schoki und halb aus Mais. Das ja, erklärt auch, warum dass sie immer Tacos und Tortillas zu allem essen. Every post you just try after now is going to taste different, okay? Because we have three main ingredients, which is corn, sugarcane and wheat. And it tastes different because we can put more corn or more sugarcane. So if it has more corn, it's drier, like a vodka. If it has more sugarcane, it's more like a rum. Put an intention into our drinking. I got it. Cola Val, everybody. Cola Val. I forgot to say it's 45% of alcohol. Okay, girl, you have to come and make. You can make a wish. As long as it's not, I wish they all disappear. So, die Walking Tour ist durch. Wir haben wieder einen Siesta gemacht. Wie hätte es auch anders können sein? Und jetzt sind wir da, der Yolanda ihren Geburtstag am feiern. Happy Birthday! Süße 25 ist sie geworden. Und wir sind jetzt hier in einem mexikanischen Restaurant. Und schaut euch mal, was wir hier jetzt bekommen haben. Eine verdammte Monster-Quesadilla. Mit einfach so gross gefüllt habe ich das glaube ich nie bekommen. Und da kann man da vorne noch super Säuseli und alles nehmen, was man sich wünscht. Und jetzt habe ich genug geschnurrt, jetzt essen wir einen guten zusammen. Einen guten. Einen guten. Jetzt smakelijk. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier wieder vor dem Starbucks und ich war jetzt hier gerade am Arbeiten. Und ich habe plötzlich das Gefühl, dass jemand rüttelt so an meinem Stuhl. Aber es hat gar niemand mit meinem Stuhl gerüttelt. Und nachher habe ich da den Alarm gehört, den ihr vielleicht im Hintergrund gehört. Und jetzt ist wieder Erdbebenzeit. Ihr seht, da sind alle Leute von draussen. Da auch. Das ist immer so. Wenn es Erdbeben gibt, müssen alle Leute das Gebäude verlassen, weil das sonst gefährlich wäre. Aber es ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Und ja, so schlimm ist das, glaube ich, nicht gewesen. Aber ja, Vorsicht gab vor. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wieder mal Matchtag angesagt, Mexiko gegen Schweden und ja, Schweden, man kann es überlegen, bestimmt, und Deutschland gegen Südkorea. Und das gehen wir jetzt wieder auf den grossen Leinwand schauen und binnen, finde ich, gesehen, bin ich alleine unterwegs, das hat einen Grund. Yolanda ist wieder weitergezogen, die sehe ich dann aber vermutlich wieder in den nächsten Wochen, weil wir haben etwa ungefähr das Gleiche vor. Und Sarah und Leo, die kommen von Bern und ja, was soll ich dazu sagen? Sie haben halt damals ein bisschen länger, aber ja, ich gehe jetzt auf die Führung und ich treffe mich dann nachher mit ihnen, die vorne. Die Halbzeit hat angefangen. Die Berner sind mittlerweile auch da. Wenn auch aufmögen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass noch irgendetwas passiert da. Mittlerweile ist die Stimmung nicht mehr so wunderbar. 3-0 für Schweden. Aber es sind alle an ihrem Handy das Resultat checken von Deutschland gegen Südkorea. Wenn das reicht, sind die Mexikaner trotz dieser Niederlage weiter. Und hoffentlich gibt es gleich noch das Fest. Goal Korea! So, wir sind jetzt hier gerade noch ein bisschen durch die Straße durchgelaufen und dann schaut mich eine an und ich schaue sie an und ich denke, damn, ich kenne die, und dann sagt sie, ich kenne dich, und das ist Jenny von Puerto Escondido, die ich jetzt schon etwa zum dritten Mal, glaube ich, einfach so per Zufall gesehen habe. Ich habe sie mal kennengelernt in Puerto Escondido und dann habe ich sie dort schon mal irgendwie per Zufall getroffen und jetzt in San Cristobal. Die Welt ist klein, die Traveler, man sieht sich eigentlich immer wieder ein bisschen unterwegs. Das ist wirklich noch lustig.
So, wir haben jetzt so einen Platz gefunden, wo wir den Schweizer Lot schauen können. Jetzt heisst es wieder einmal, ob Schweiz! Kein überragendes Spiel, aber wir sind weiter, das zählt. So, der Leo und ich sind jetzt hier am Starbucks gewesen. Ich noch etwas am Büzen. Was hast du gemacht, Leo? Büzen, wie er so schön sagt. Kröppelt wie blöd. Und natürlich, was mit dem Starbucks zu machen. Ich war noch nie im Starbucks gewesen, aber ich habe mir ein Frappuccino mit Kaffeegeschmack reingepfiffen. Und es hat wirklich auch ein bisschen nach Kaffee noch geschmeckt. Unglaublich, dass etwas noch nach Kaffee schmeckt. Ja, ich habe ein bisschen Video geschnitten und jetzt gehen wir sein Schätzchen abholen. Und danach machen wir uns einen richtig dekadenten Abend mal ausnahmsweise. Gell? Ausnahmsweise. Wenn es eigentlich gestern schon gesagt hat, nachher haben wir so eine verdammte Hure Bimbo-Pizza bekommen. Für Kinder, nein, Kindergärten hätte glaube ich nicht genug gehabt. Und jetzt haben wir das halt auf heute verschoben. Also heute lassen wir es uns mal so richtig gut gehen lassen. Ja, zur Abwechslung. Es ist nämlich ein Hüngerli aufgekommen. Ja, ein kleines Hüngerli. Ja, wir haben es so streng. Darum, wenn man so viel macht immer den ganzen Tag, dann kommt man auch Hunger rüber. Ja. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Ravioli mit Nusssoße, glaube ich, und ja, das Spinnenfüllung. Genau, Spinnenfüllung. Und ich sehe also hammermässig aus. Da haben wir noch eine kleine Pecan-Nuss oben drauf. Ah. Typisch von Genua, hat sie es gesagt. Geil, hä? Man läuft das Wasser im Mund. Also, wenn du sonst noch etwas sagen. Ich glaube, wir können gar nicht mehr reden. Nein, ich glaube es auch nicht. Gut zusammen. So, was haben wir jetzt noch bekommen? So eine Art süße Salami. Salami? Aber das sieht aus wie ein Salami, oder? Wie eine richtige Citerio. Aber es ist nicht fett, sondern es ist ein Biscuit und Schocki, was ausmacht. Sieht gut aus, schmeckt es auch. Extrem. Wir sind relativ still. Oder? Ja, so still sind wir schon lange nicht mehr. Yeah. Richtig schön. Jetzt weißt du, was man machen muss, gell? Ja, ja, wirklich. Gar cool. Andere Seiten vielleicht kennengelernt heute Abend, gell? Ja, aber so Schocki kennen wir eigentlich, aber... Schmeckt es, nicht der beste mexikanische Schocki. So, also wenn ihr in San Cristobal seid und ihr wollt gut Italienisch essen, dann müsst ihr unbedingt hier hin gehen. Cosina Italiana. Und die macht wirklich super Pasta, super Dessert. Hat sich wirklich gelohnt, hier zu kommen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt das Video gerade beenden. Das nächste Mal wieder einschalten und bis dann. Ciao, ciao.